Das ist eins der besten Fenster für Reisemobile weltweit. KCT Hardglass Fenster. Sie sind teuer. Was ist schon teuer? Ja, aber sie sind quasi unkaputtbar. Extrem einbruchhemmend, so ist es. Und hier ist der Chef von KCT. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich bin ganz aufgeregt, ja. Sensationell. Hallo. Du kannst leider kein Hochdeutsch. Na, das tut mir schwer. Das ist ja der Slogan von Baden-Württemberg. Wir kennen alles außer Hochdeutsch. Und da gehöre ich eindeutig auch dazu. Ja, stell dich mal kurz vor. Wie heißt du? Achim. Achim, ja. Das ist ja Wahnsinn, was du gemacht hast mit deinen Fenstern. Das ist so sensationell, ja. Und du bist mittlerweile auch schon im Rentenalter, muss ich dazu sagen, denn du hast eine neue Geschäftsführerin. Du willst ein bisschen kürzer. Nee, es ist so viel geworden, dass du absolute Verstärkung brauchst. Und du hättest ja auch was anderes machen können. Warum gerade KCT? Ja, ich versuche Achim zu unterstützen. Bin Fan von den Fenstern. Und werde Achim unterstützen beim organisatorischen, kaufmännischen, dass er sich wieder mehr auf die Technik konzentrieren kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man so wächst. Ihr seid jetzt, wie viele Leute seid ihr? Wir sind über 20 jetzt, 20 Mitarbeiter. Das Geschäft ist enorm gewachsen und so, dass er jetzt Unterstützung benötigen kann. Ja, da ist der Stefan Christner vom Bimobil. Ist das ein guter Kunde? Super Kunde für uns. Da freuen wir uns auf einer. Das ist so geil, er steht daneben. Ich frage euch. Doch, also haben wir eine ganz gute Zusammenarbeit mit Bimobil. Freuen wir uns auch, dass sie da so viel im Einsatz sind, die Fenster. Ja, euer Fenster oft kopiert, nie erreicht. So kann man also wirklich sagen, ja, viele sind da dran. Was macht euer Fenster auf? Was ist so gut da dran? Ja, du bist jetzt die neue Geschäftsführerin, das musst du ja antworten, ja. Ja, also ich sage immer, wir sind aus der Branche. Achim hat das aus eigener Erfahrung entwickelt, kennt die ganzen Nachteile von Plastikfenstern, hat das Hartglasfenster entwickelt. Auch der Name ist sensationell, ja. Also Hartglasfenster, wie bist du auf den Namen gekommen? Tja, das hat man irgendwann einmal so hergeleitet. Wir mussten uns abheben von dem Fenster, wo auf dem Markt war. Das war eigentlich Seitz damals als Kunststofffenster. Und Kunststoff ist ja auch ein Glasfenster, aber halt so gesehen ein weiches Glas, ein Kunststoff. Und dann haben wir gesagt, unseres ist ein richtig hartes Glas. Das kratzfeste Glas. Und so ist das Hartglasfenster dann eigentlich entstanden. So, wir gehen gleich mal kurz mal rein, dass wir die auch mal von innen sehen. Das Besondere hier ist an dem Fenster, die sind extrem einbruchhemmend, so ist es. Da kommst du also selbst, ich sag mal, mit einem Brecheisen so einfach nicht rein, oder? Nein, wir haben da so ein paar Kniffe. Das geht eigentlich nicht oder nur sehr schwer. Und haben so gesehen auch keine Ersatzteile, was Einbruch angeht. Das ist so, die Leute wollen erst gar nicht rein. Das ist ja so in der Campingbranche, siehst du ja schon von außen drauf, was drin ist. Ja. Eine weitere Besonderheit ist das Thema Schalldämmung. Das ist sensationell. Wir haben nämlich gerade eben mal ein Fenster zugemacht, alle Fenster zugemacht. Da kannst du die Salzfenster komplett in die Tonne treten, weil die halt so schwingen. Und selbst dieses Salz-Hartglas-Zeug haben wir ausprobiert. Das ist auch noch viel lauter. Bei euch ist so, ihr macht das Fenster, also nichts gegen Salz, gute Fenster, okay? Ja. Aber die Schalldämmung haben sie nicht gerade erfunden, muss man sagen, oder? Nein, das ist so. Das ist einfach so. Es geht technisch gar nicht, weil ich glaube, das weiche Material schwingt viel mehr, oder? Im Prinzip ist die Masse. Wir haben einen großen Nachteil bei unseren Fenstern oft im Fahrzeug, das ist das Gewicht, was das Glas mit sich bringt. Beim Schallschutz sind wir da einfach im Vorteil. Die kosten ein Schweinegeld, muss ich sagen. 20.000 Euro kosten die Aufpreis beim Stefan. Die Leute kaufen die trotzdem. Das ist unglaublich, ja. Es scheint einen Grund zu geben, oder? Ja gut, die gute Fenster kombiniert mit einem tollen Fahrzeug ist ein Gesamtpaket, wo irgendwo das wert ist. Das ist das wert, ja. Sag mal, die Kratzfestigkeit von dem Glas, wie funktioniert das? Na gut, im Prinzip ist es richtiges Glas. Zum Kunststoff haben wir da halt einfach den natürlichen Vorteil, dass es... Das nicht irgendwie behandelt außen oder so? Nee, es ist ein hervorverspanntes Glas. Es sind verschiedene, sagen wir mal, auch Legierungen gibt es beim Glas wie beim Stahl. Aber im Prinzip nutzen wir einfach den Vorteil, dass es im Prinzip ein Glas ist und kein Kunststoff. Und das reicht eigentlich schon aus. Also normales Hausglas, Scheibe, die nichts Besonderes kann, ist einfach vom Kratzfest her auch schon außen vor und super. Jetzt mal eine Frage, du hast eine Brille an, ist das eine Glasbrille? Oder Kunststoffglas? Glasbrille. Ich will immer eine Glasbrille haben und alle Optiker sagen zu mir, nimm Kunststoff, die ist viel zu schwer. Und ich habe immer wieder Kratzer in meinem Kunststoff. Irgendwann kommen die alle, oder? Beim Glas passiert das nicht so schnell, oder? Ich hatte auch Kunststoff, viele Probleme mit Kratzern, habe jetzt das Glas, aber mit einer speziellen Beschichtung und da gibt es trotzdem leider kleine Kratzer. Kleine Kratzer, aber nicht genau in der Mitte, oder? Bei dir, oder? Wo es aufhört. So arg, ne? Ja, so ist es. So, kommen wir mal ganz kurz drauf zu sprechen. Das große Thema ist natürlich das Thema Einbruchhemmung und jetzt könnte ich einen Hammer nehmen, einfach draufhauen. Komme ich da weit? Erstmal nein. Warum nicht?
weil das Glas im Prinzip thermisch behandelt ist. Vorverspannt spricht man da, das hat eine höhere Festigkeit als davor, bevor das behandelt worden ist. Sie müssen auch irgendwo am Fenster auf einer Leiter stehen und mit dem Hammer ausholen. Mhm. Und wenn Sie mit so einem großen Fäustle draufschlagen, federt im Prinzip das Glas nach und schleudert Ihnen der Hammer quasi wieder zurück. Nee, ohne Scheiß, echt? Schon ein bisschen. Also mein erster Selbstversuch war mit einem Montiereisen. Und ich habe es einfach mal genommen und draufgeschlagen. Und da bin ich verschrocken. Also das Montiereisen ist mir am Kopf vorbei wieder zurück. Die Scheibe hat so gesehen noch nichts gehabt. Das heißt nicht, dass ich es nicht kaputt bekomme. Also wenn ich mich da anstrenge und da draufschlage, irgendwann gehen kleine Splitterchen weg, die Scheibe wird geschwächt und dann bricht sie irgendwann auch. Wie lange brauchen wir dafür? Das hängt jetzt davon ab, wie gut der Hebel ist zum Schlagen. Spitzhacke wäre besser? Eine Spitzhacke wäre besser, ja. Okay, ich möchte auch nicht sagen, wie man gut reinkommt ins Fahrzeug. Ja gut, aber die Leute sind ja nicht blöd. Also, also wenn ich mit der Axt komme, komme ich hier besser rein, wie mit einem stumpfen Gegenstand. Also viele Gelegenheitsdiebe haben ja nur einen Schraubendreher dabei. Ja, der langt wirklich nicht, oder? Da würde ich jetzt einfach mal sagen, nein. Du kannst ja wirklich kein Hochdeutsch. Das ist der Hammer, ja. Du kommst woher kommst du? Bist du Schwabe, oder? Stuttgart. Stuttgart, hier direkt raus. Ist das Home Run hier für dich? Das also die Messe? Ist Home Run, ja. Jetzt war ja keine Messe. KCT, könnt ihr denn liefern überhaupt? Ja, weil ich höre immer nur, die Lieferzeit ist so hoch und so. Nein, es war mal vor 2 Jahren oder vor einem Jahr auch noch, hat es stellenweise Schwierigkeiten gegeben, weil man auch vom Vorlieferant das Glas nicht bekommen habe oder verschiedene Sachen. Momentan sind wir aber gut dabei. Bei den Fenster liegen wir so bei 6 Wochen. 6 Wochen nur? Ja. Mit den Rahmen? Komplettes Fenster, dann Insektenschutzrolle inklusive. Dachluke dauert etwas länger, die laufen gerade so gut, dass man einfach trotzdem das Material, alles da ist, einfach nicht nachkommen mit der Produktion. Also das sind so 3 Monate. Komm mal mit. Ja, ich habe einen Anschau auf dich vor, euch beide. Denn wir haben ein schönes Fahrzeug hier. Das ist ein EX 480. 480. Haben wir eben schon gefilmt. Gibt es ein extra Video zu. Kannst du gerne mal zu Hause angucken. Da ist nämlich dein Fenster mit drin. Und da gehen wir mal rein und werden mal 1-2 Highlights einfach mal zeigen hier drin. Stefan, geh mal ruhig mal vor, dass wir das mal sehen. Da ist nämlich dein Dachfenster drin. Und damit du noch mehr Fenster verkaufst, werden wir das gleich mal zeigen. Es hat eine Besonderheit. Man kann es extrem leicht öffnen, oder? Ja, wenn man von innen kommt, schon. Wenn man von innen kommt, schon, hat er gesagt, ja. Ist es hier drin? Ah, nee, ist nicht drin. Doch, da. Da. Mach schnell die Tür zu. Das ist das Dachfenster quasi, das ist das Gleiche, oder was? Nein. Die Dachhaube haben wir leider nicht dabei. Die Dachhaube hast du gar nicht dabei, okay? Hier draußen, in meinem Auto. In deinem Auto. Aber ist sie nicht drin in dem... In dem roten, da haben wir die heute Morgen gefilmt. Lass mal schnell spicken. Lass mal gerade mal spicken, dann machen wir die gleich im Anschluss. Doch. Doch, ist drin. So, dann machen wir es gleich. Dann gehen wir erstmal auf das Fenster mal kurz ein. Ihr könnt ruhig hier bleiben. Ja. Das Besondere ist, ihr macht das komplett selber, das Fenster, mit dem Rahmen? Komplett. Also alles hier in Deutschland. Auch unsere Zulieferer sitzen eigentlich alle in der Region im Umkreis von 30 Kilometern, selten weiter. Mhm. Und hat uns jetzt gerade über die letzten 2 Jahre gut geholfen, wenn man halt gute Lieferanten, Kundenbeziehungen hat. Ach so, nix China und Schiff kommt nicht und so. Genau, Also das war wirklich, da waren wir erleichtert, haben wir einen Vorteil gehabt, wo wir sonst eigentlich einen Nachteil haben, vielleicht vom Preis ein bisschen. Mhm. Da hat uns sehr geholfen. So, jetzt ist ja Stefan einer, der liebt ja Qualität. Wenn du es gerade mal öffnest und mir mal das Gefühl beschreibst, wenn man das öffnet allein, ja. Stefan? Nee, du. Der Stefan macht das den ganzen Tag ja mit mir in den Videos. Deswegen, ich zeig mal gerade, das geht auf. Wie fühlt sich das an, wenn man das öffnet? Ist das schwer, also in der Hand? Ist das satt? Nein, also man kann es einstellen, kundenbezogen, wenn die Kamera mal am Finger mitgeht. Ja. Hier gibt es eine Schraube, einen Gleiter. Ja. Dann kann man nach Gusto etwas stärker oder etwas schwächer drehen und somit im Prinzip die Reibung vom Fenster, die Schwergängigkeit, sich dann am eigenen Gefühl einstellen. Sag mal, hier das an der Seite, ist das Carbon, oder? Das ist richtig Carbon, ja. Warum? Gut, hat mehrere Sachen. Das eine ist eigentlich eine rein simple technische Geschichte schon. Der Stahlaussteller, der hat sich relativ schnell verbogen, wenn man die Fenster montiert, einbaut und war eigentlich verzinkt. Mhm. Und damit auch im Prinzip von der Witterung her muss man ein bisschen pflegen, ein bisschen ölen. Er rostet. Ja, rostet nicht, aber er läuft so an wie eine Straßenlaterne, wird matt. Ja, was schön glänzt, wird irgendwann mal ein bisschen unschön. Und da war nach uns der Wunsch und auch für die Kunden, das in Edelstahl zu machen. Edelstahl ist aber ein relativ weiches Material. Ja, man kann schöne Spüle tiefziehen. Lässt sich alles verformen, weil es so schön weich ist. Also
manche Dinge, Edelstahl, weil es edel ist ja das Härteste, stimmt nicht, das ist weich. Mhm. Und das kommt uns hier bei den Ausstellern nicht entgegen. Die sind ja gleich verbogen und vor allem auch, sagen wir mal, die Bolze, die Gelenke, wo dann sind, wenn es zweimal Edelstahl ist, ist es keine gute Paarung. Die fressen dann ineinander das verschleißt. Sag mal, wie bist du auf die Idee gekommen, nachts irgendwie im Carbon? Ja, mach mal weiter. Ja, also vom Carbon her, es ist jetzt halt sehr steif. Ich bin viel fester wie ein Stahl und bin rostmäßig außen vor. Und das ist unglaublich belastbar. Ich habe bei mir auf dem Handy habe ich auch Carbon, also das ist funktioniert und es splittert nicht mehr. Handy fällt runter, normal geht die Schale direkt kaputt. Das ist hier nicht der Fall, oder? Nein, ist so. Also ich kann die ein bisschen durchfedern, diese Schwinge, aber nicht abbrechen. Das geht nicht. Beim Stahl oder Edelstahl verbiege ich so in der Hand. Mhm. Sensationell. Habe ich gar nicht gewusst, Stefan, das mit dem Carbon. Ja klar, du weißt das natürlich, das ist vollkommen klar. Wie kamst du auf die Idee mit dem Carbon? War das so ein irgendwie Daniel-Düsentrieb-Bling und dann kamst du? Also ich muss sagen, es hat doch eine Weile gebraucht. Aber wir verarbeiten Carbon auch in der Dachluke. Diese Rahmen von der Dachluke sind nicht hier wie jetzt Kunststoff-Stahlaufbau. Das ist auch ein Carbonrahmen mit Glasfaseranteil, ein Mischaufbau. Und da hatte mir das Material eigentlich schon relativ lange in Gebrauch. Und wir sind auch immer mit der Edelstahlgeschichte rumgekommen auf keinen grünen Zweig. Und eines Nachts, wie man so schön sagt, wacht man morgens mal auf und braucht der Stift und das Blatt Papier und muss sich was aufschreiben. Mhm. Hier habe ich es nicht aufschreiben müssen. Das war dann irgendwo die Idee, das dann halt in Carbon zu machen. Das können wir noch dünner bauen, ist noch fester, sieht super aus, macht das Fenster noch ein Ticken leichter. Man versucht überall auch Gewicht rauszunehmen. Mhm. Also es hat eigentlich nur Vorteile, bis auf ein kleiner Nachteil für uns, dass es halt auch für uns ein relativ teures Material ist. Gut, spielt ja keine Rolle. Der Kunde zahlt es ja, oder? Wir hoffen ja. Es gibt eine Grenze, muss man sagen. Ja, es gibt eine Grenze. Das ist ja so, der schläft nicht, der Wettbewerb. Ihr habt viele Leute, die euer Fenster versuchen zu kopieren. Ja, ich sage mal, oft kopiert, nie erreicht. So ist es so ein bisschen. Es gibt gute Kopien, die können aber dann wiederum nicht liefern vielleicht, weil sie dann unglaublich viele Aufträge, was weiß ich. Ist das schwierig, wenn man erfolgreich wird? Dann kriegt man ja viele Anfragen mit allem drum und dran. Expansion, ist das der Grund, warum du jetzt dabei bist? Weil Orga, Frauen wird ja allgemein zugesagt, die hören zu, die lesen Bedienungsanleitungen eher, hat der Stefan gesagt. Ja, die fahren auch viel, viel besser Offroad. Und sie sind ordentlich. Was hast du für eine Expertise? Was hast du vorher gemacht? Ich bin Wirtschaftsingenieur, studiert, war in verschiedenen Unternehmen, größeren Unternehmen und war auch in verschiedenen Funktionen. Projektmanagement zum Beispiel für die Produktion und das bringe ich jetzt halt hier auch ein. Achim hat das Unternehmen entwickelt vor 20 Jahren als Handwerksbetrieb. So hat das weitergeführt, war sehr erfolgreich damit. Aber wir haben halt jetzt eine Grenze erreicht, wo es als Handwerksbetrieb nicht mehr so gut funktioniert. Ja, jetzt brauchen wir mehr Professionalität und dafür bin ich da. Ihr macht ja auch Vertrieb, muss ich sagen. Die Wirtschaftsingenieure ist ja auch teilweise vertriebsgesteuert, Angebotserstellung mit allem drum und dran. Der Vertrieb, braucht ihr noch Vertrieb oder ist das eine Geschichte, wo ihr sagt, ihr habt im Prinzip einen ganz großen Verkäufermarkt hier mit KCT? Wir legen schon Wert auf einen guten Vertrieb, also Beratung ist uns wichtig. Auch wenn der Endkunde anruft, es gibt ja auch zwar nicht so viele, aber es gibt auch Selbstausbauer, die bei uns kaufen. Auch die beraten wir gerne. Das geht, der kann auch direkt kaufen. Das geht, ja. Und ist uns auch wichtig, dass wir die beraten. Achim macht auch Beratung, ja. Also ist uns einfach wichtig, dass wir auch die gut machen. Der Achim selber, wenn ich da anrufe, kann sein, dass du... Ich zieh mal ganz kurz hier den Weitwinkel nochmal auf, dass er nochmal zu sehen ist. Da darf ich mal fragen, wie alt du bist. Du siehst noch so unglaublich jung aus. Ja, und dabei. Wie alt bist du? Darf ich es verraten? Ja, sag. Also 5er steht vorne, aber hinten noch ein 0. Also 50. 50 bist du geworden, ja. Das heißt, ein Kind der 70er bist du gewesen. Und was hast du gelernt eigentlich ursprünglich? War ganz ursprünglich Werkzeugmechaniker. Dann war ich nicht ganz zufrieden damit, war ein bisschen zu wenig und habe dann Maschinenbautechniker danach noch gemacht. Und bin da über verschiedene Firmen, Konstruktion hauptsächlich gekommen. Ja, und dann habe ich sagen, für die eigene Firma war das eine ganz gute Kombination. Das Handwerkliche konnte ich dann im Prinzip umsetzen, gleich in der 3D-Konstruktionszeichnung und auch die Entwicklung. Was dann nicht im Prinzip ein ganzes Büro gebraucht hat von 3 Leuten. Hast du das Fenster Nummer 0 eigentlich noch, das allererste? Nein, ich habe 4 Fenster Nummer 0 gemacht, fürs eigene Wohnmobil. Also ursprünglich gekommen ist die ganze Geschichte, wir haben ein Wohnmobil gebaut mit Seitzfenstern, war 1,5 Jahre da mit dem Südamerika unterwegs.
Das Heizfenster ist eine gute Geschichte. Ich möchte das überhaupt nicht schlecht machen. Wenn ich kenne das Pflichterheft ein bisschen davon und das ist eine gelungene Sache. Aber mir den Zweck entfremdet einsetzen, wenn wir damit nach Südamerika irgendwo durch Warum? Die Wüste fahren. Ja gut, weil wir halt im Prinzip verschiedene Klimate, oder sagen wir anders, das Pflichterheft, wo das vor 25, 30 Jahren gemacht wurde, hat niemand von Wintercamping gesprochen. Da musste das Fenster leicht sein, es muss gut montierbar sein, in der Verarbeitung einsetzen, das mit ein paar Schrauben reinschrauben. Wenn man da von Kleber gesprochen hätte, wie man das heute macht, das wäre schon sehr aufwendig gewesen in der Serie. Und auch die Isolation gegen Hitze, gegen Schall, die ganze andere Geschichte, Einbruch, das war alles noch kein so großes Thema, wie das natürlich ist, wenn ich jetzt außerhalb Europa reise und vielleicht in die Mongolei fahre und auf der ganzen Strecke dahin in Südamerika. Und dann? Ja gut, bei uns war es halt dann so, nach 3 Monaten intensivem Gebrauch sind halt erst der Riegel abgefallen, das Ausstellerchen. Auch ein Problem ist, wenn man ein Teil verliert, zum Beispiel eine ganze Scheibe, ja, haben wir 2 unterwegs gebraucht. War halt problematisch mit der Ersatzteilbeschaffung. Man muss es in Deutschland bestellen, bis man die Erfahrung dann mit dem Zoll gemacht hat. Dann ist es wieder zurückgegangen nach Deutschland und war nicht eingebaut im Fahrzeug. Das war alles ein bisschen schwierig für uns und letztendlich auch dann der Auslöser, da wir gesagt haben, wir bauen ein eigenes Fenster fürs eigene Fahrzeug. Die 4 Fenster sind auch tatsächlich gebaut worden. Das war die Null-Serie, wenn man so möchte. Ist sie schon so ähnlich wie die hier? Ja, so ähnlich. Das Rollo war noch nicht so dabei. Vom Prinzip her, aber mit Echtglas, mit Rahmen, ähnlich wie jetzt hier. Es ist ein Kunde gekommen und wollte von uns 4 Fenster kaufen. Wir hatten das Problem mit der Lieferzeit damals. Aber du hast die Nullfenster verkauft. Ich habe sie dann verkauft. Also es sind in meinem alten Fahrzeug, das es immer noch gibt bei uns und der gehütet wird als Familienmitglied, immer noch diese Original-Seitzfenster eingebaut. Also wir haben es bis heute nicht geschafft, umzumusten. Krass. Ich bin vollkommen beeindruckt. Wir gehen mal gerade drüber. Er ist ein Hammer-Typ. Du kennst ihn schon lange, oder? Ich kenne ihn schon länger, ja. 10 Jahre vielleicht. Ne? 10 Jahre. Du bist doch jetzt ganz neu hier, die Chefin, oder? Ich bin ganz neu. Hab das aus der Ferne irgendwo verfolgt und jetzt sind wir übereingekommen, dass ich mit in die Firma, oder dass ich in die Firma komme. Ja. Boah, ich bin ganz aufgeregt. Jetzt, der Erfinder, du hast mir das eben gesagt, ja. Weißt du, wie oft ich schon die HCT-Hartglasfenster gehypt habe? Ja, ich weiß. Jedes Mal, wenn du bei uns bist, mindestens. Wahrscheinlich bei den anderen auch. Er hat auch eben gesagt, er hat viel Erfahrung gemacht. KCT sind die besten, hat er gesagt. Die Aussage. Nein, im Video, da warst du vorher nicht da, du hast ihm keinen Zehner zugesteckt, hat er einfach so gesagt, ja. So, komm, wir gehen mal rüber ans Dachfenster, weil das ist so sensationell. Ja, schnell mal zu. Nicht, dass noch einer einbricht hier. Ja. Dass der. So, kommt mal mit, dann schauen wir mal. Auf der Messe, ihr seid unterwegs, ihr besucht natürlich die Leute, die eure Fenster verbauen. Das sind einige mittlerweile. Also, der nicht nur, habe ich gehört, im normalen Markt, sondern wir arbeiten, glaube ich, auch für Vario, die haben die auch im Einsatz, der Heiko Hilsmann. Vario Mobil? Ja, genau. Sind auch Kunden für uns, ist aber die letzten Jahre jetzt nicht so viel gelaufen. Aha, Heiko, ich bin ja nur next bei dir, guck dir das Video an, nee, das war Spaß. Wir gehen mal kurz rein, hier sieht man es und da ist das Fenster und das ist natürlich eine Konstruktion, die ist sensationell, die können wir gerade mal zeigen, denn wenn du mal gerade bitte hochgehst, sei mal so nett, hier mal kurz einsteigst, dazu muss man, glaube ich, hier einmal kurz entriegeln und es hier abnehmen. Der Stefan bereitet es hier gerade mal vor. Wenn du mal gerade ihn mal hochlässt, dass er mir einmal kurz das Fenster demonstriert, der Original. Du kommst so hoch. Ja gut, der ist ja fast. Zieh das Polster schnell weg, dann kannst du da. Schuhe sind schon aus. Schuhe sind schon aus. Dann hüpf einfach hoch. Boah, das Video wird in die Annalen der Firmengeschichte eingehen. Der Chef persönlich zeigt sein sensationelles Fenster. Liebe Leute, ungefähr wie viele Dachfenster hast du schon verkauft, Stefan? Ach, keine Ahnung. 50, 60, 70, irgendwie sowas. Also, ganz, ganz viele. Und die Besonderheit an der Konstruktion ist, dieses Fenster funktioniert und funktioniert und funktioniert, oder? So soll es sein. Ja. Sonst wäre es im Prinzip in der Konstruktion, hätte man versagt, wenn das nicht wäre. Du hast eine tolle Konstruktion entwickelt. Da ist alles. Was ist das für ein schwarzes Material da unten? Das hier? Ja. Ist Aluminium eluxiert, Edelstahl, was sonst man sieht, und im Prinzip ein Kunststoffknauf. Mhm. Also ist der Auslösehebel für die Dachluke. Ich muss immer gerade greifen. Wenn ich den Hebel drücke oder ziehe, lässt sich die Feder, die Druckfeder,
bewegen und die Dachluke verstellen, lasse ich los, arretiert sie. So kann ich im Prinzip jeden beliebigen Winkel einstellen bei der Dachluke. Das klingt so einfach. Wie lange hast du denn gebraucht, bis das funktioniert hat? Ja gut, es sind ungefähr 3 Jahre ins Land gegangen. Bitte was? Ja, wir haben die Dachluke dann auch im eigenen Fahrzeug erst einmal noch 1-2 Jahre Probe gefahren, bevor man dann die ganze Geschichte dann so jetzt serienreif hatte. Ja. Und auch selber die Sicherheit hatte, dass man nichts verkauft, was dann im Prinzip, also richtig Schwierigkeiten machen kann. Wenn es mal Probleme gibt unterwegs, dann ist es richtig schwierig. Schlecht. Sag mal, ist das Fenster begehbar eigentlich? Es ist begehbar. Ich muss dazu sagen, die Scheibe wäre relativ einiges dicker und schwerer, wenn man Zulassung hätte für Begeher. Also es gibt keine Zulassung zum drauf rumlaufen. Aber wenn man jetzt mal versehentlich mal drauf tritt, wird man nicht durchfahren? Ja. Also ich kann sie mit dem Fuß nicht eintreten. So, sehr schön. So, und was ist noch besonders? Warum sind die so leise, die Fenster? Das heißt, sind die jetzt besonders schwer? Oder ist das der Grund? Weil du eben gesagt hast, die Masse macht's, oder? Das ist eigentlich die Kernaussage dabei. Die Glasscheibe, es hängt damit ein bisschen mit der Schwingung zusammen. Das Material ist stabiler wie jetzt eine Kunststoffscheibe, wenn es der Schall weitergibt. Aber es ist eigentlich die Masse. So. Das, was uns sonst negativ auffällt mit dem Gewicht, ist hier beim Schallschutz der große Vorteil. So, jetzt gehen wir mal weiter. Hier dieses Rollo, was hier drin ist, ja, das soll ja 100.000 Mal funktionieren. Auch das habt ihr wahrscheinlich getestet bis zum Umfallen, oder? Ja, das ist jetzt auch 19 Jahre eigentlich im Einsatz. Also dieses Jahr haben wir 20 Jahre Firma bestehen. Aber das Rollo ist ein Jahr nach dem Fenster eigentlich gekommen. Und es soll laufen. Also die erste laufen noch. Also da kann ich dir fest versichern, bei fast keinem Campingfenster laufen die bereits nach teilweise einem Jahr, 2 Jahren hast du Probleme. Und das hier soll laufen, ne? Ja, also es läuft. Es ist vom Aufbau auch so, wenn jetzt einmal ein Problem gibt, also was bei unseren Kunden mal passiert ist, dass das Insektenschutz kaputt geht. Und dann? Na, kann man es austauschen. Selber? Selber, ja. Also wir machen den Service bei uns im Werk oder unsere Fahrzeugbauer wie B-Mobil machen es vor Ort. Es geht aber auch selber. Wir verschicken dann eine DVD oder per WeTransfer einen Film, sodass sie es im Prinzip sich mal anschauen können. Ein kleiner Lehrfilm ist noch dabei, wie das Gewebe getauscht wird. Ich habe Velux-Fenster vor kurzem habe ich selber einbauen lassen und habe dann danach den Sonnenschutz nachgerüstet. Und ich finde Velux-Fenster sensationell von der Qualität. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Du kennst sie ja auch, ja? Ja, wir haben jetzt im Haus auch eingebaut. Ist das gut, ja. Velux? Ja, als Dachfenster finde ich die gut, sonst hätte ich sie nicht verbaut. Jetzt als Konstrukteur, ich mache es immer irgendwo ein bisschen anders oder sehe irgendwas, was mir nicht gefällt. Aber hat man auch den Hintergrund, warum sowas entstanden ist. Aber das ist auch, wenn ich ein neues Fahrzeug kaufe, ein Auto oder sowas, dann schaue ich mir das auch und sage, ja, 90% hätte es genauso gemacht, ist toll und alles andere ist wieder. Ja. Das heißt dann nicht, dass es schlecht ist. So, jetzt ist ja die Wirtschaftsingenieurin, die kann ja gar nicht schlafen, wenn sie nicht neue Vertriebsabsatzmärkte sehen würde. Jetzt sind ja Wohnmobile eine Sache. Tiny-Häuser, habt ihr daran schon gedacht? Weil klar, das explodiert bei uns auf dem Kanal massiv, ja. Ja, klar. Also es gibt auch immer wieder die ein oder andere Anfrage oder auch Bestellung aus dem Tiny-House-Markt. Allerdings ist es nicht unser typischer Kundenkreis, ja, weil das Tiny-House steht... Unsere Fenster sind gemacht für Offroad-Traveling, ja? Also Bewegung, und die sind super stabil und super schwer. Also ist der Kernmarkt sind Wohnmobile eigentlich, ja? Ja, Expeditions- und Fernreise-Wohnmobile. Was mit Yachten? Habt ihr da schon mal angefangen gehabt, oder? Nee, auch nicht. Noch nicht, ja? Noch nicht. Okay. Nein, ich überlege gerade, wo man die noch einbauen könnte, weil die normalen Fenster, ihr habt jetzt Doppelverglasung, wie schafft ihr es, dass sie nicht blind werden im Laufe der Zeit? Immer mehr Fenster, die ich sehe, irgendwann laufen die in der Mitte ein. Ja, das liegt daran, dass wir eine Konstruktion haben ohne Ventil. Es gibt also keinen Luftaustausch. Selbst auf höchste Höhen wird da keine Luft eingesaugt, das heißt, das Fenster bleibt immer klar. Okay, sensationell. Du kannst alles beantworten, was anderes wäre auch jetzt nicht schön. Ihr wollt expandieren, habt ihr eine Fertigung? Nochmal insgesamt, wie viele Leute habt ihr? Ja, wenn man jetzt mich, meine Frau, Putzfrau, Hausmeister, alle zusammenzählt, sind wir 24. 24, also noch eine relativ kleine Firma, aber der Campingmarkt wächst. Exportiert werden die Fenster auch mittlerweile in Amerika und so? Ja, Amerika ist sehr am Wachsen bei uns, ist eigentlich ein recht guter, großer Markt. Australien ist sehr am Kommen, exportieren wir auch viel. So gesehen ist jetzt ein bisschen Russland natürlich, da ist zusammengebrochen, da geht nichts mehr. Aber ist der Name denn auch deutsch Hardglas-Fenster oder steht da Hardglas-Window? Ja, Hardglas. Also es kann man so verdenglichen.
Aber im Prinzip, die geschützte Marke ist Hartglas. Weil die stehen da total drauf. Also ich muss sagen, dass meine Tochter in Kansas lebt. Die macht Dirndl Kitchen. Und da sind sie alles, was mit zwei Punkten oben drauf geschrieben wird, finden die ganz cool, die Amerikaner, auch wenn es nur ein O ist. Ja. Das ist so. Lieben die Qualität aus Deutschland? Ist das ein Thema? Also gerade aus Stuttgart, weil da wird ja Porsche und alles. Ja gut, Made in Germany ist tatsächlich noch das Ziegt im Ausland, auch in den USA oder in Australien. Da kann man wirklich Punkte, muss natürlich auch liefern. Also wenn man es dann nicht hinbringt oder schlecht macht, dann ist das auch als Fake oder sonst wie vielleicht angesehen. Aber vielleicht, dass wir schon größere Mengen nach China geliefert haben. Also wir exportieren nach China. Echt? Ja. Nicht umgekehrt. Ja gut, ist wahrscheinlich dafür da. Ist das so, die Chinesen? Der gleiche Grund, ja, der gleiche Grund. Die Chinesen wollen deutsche Produkte, die hochwertig sind. Und die haben auch keinen Bock auf Kopieren, wenn es dafür keinen Markt gibt. Und der Markt ist wahrscheinlich so klein hier, es sind ja keine Millionen Fenster. Oder doch, weil du bist gerade so. Ja. Wir sprechen ja nicht von Millionen. Okay. Stefan, vielen, vielen Dank. Also ich bin wirklich begeistert. Ihr sucht noch gute Leute? Eigentlich Top-Leute oder Allrounder oder was sucht ihr noch? Ja, sind wir eigentlich ständig ein bisschen auf der Suche, weil einfach der Markt wächst und somit auch die Firma mit. Mhm. Also zurzeit sind es Personen, die in der Montage tätig sind. Mhm. Im Prinzip jetzt die ungelernte Kräfte können wir hier auch teilweise brauchen, die dann über ein halbes Jahr dann eingelernt werden. Die Logistik zum Beispiel, verpacken und Nein, schon mehr. Also zum Beispiel in der Montage von der Montage. Autos, ja, also es geht dann los im Zusägen von der Aluminiumprofile bis zum Fertigen und Verschrauben. Mhm. Also man macht das eigentlich projektbezogen bei uns in der Firma. Nicht nur, dass ein Mitarbeiter ein kleines Teil und das 1000 Mal am Tag macht, sondern eigentlich vom Zuschnitt bis zum Verpacker und Garantiesiegel draufkleben. Das ist natürlich toll. Das heißt, die Leute, die verschleißen nicht so groß. Ich kenne das aus dem Thema Leiharbeit. Da gibt es ja Leute, die eingelernt werden. Das kann man relativ schnell. Im Saarland wird ja viel auch montiert. Ich sag nur so Marken wie Hager und Co. Wollt ihr so groß werden wie Hager irgendwann mal? Nee. Wir sind der kleine Spezialist. Klar, wir wollen uns jetzt professionalisieren, aber wir wollen nicht riesig werden. So, und diese Fenster hier, da wirklich, Stefan, ich bin so happy, ja. Die wollten jetzt eigentlich wahrscheinlich den Rahmenvertrag bis 2030 festzuhören mit dir hier auf dem Stand. Aber du hast gesagt, den musst du kennenlernen. Der ist so sensationell. Und er ist es wirklich, oder? Ja, absolut. Wir kennen uns jetzt seit 2008, Achim, oder? Irgendwie so. Also schon sehr lange. Ja, 7 oder 8, ja. Das ist ja sensationell. Also du bist... Das haben wir 2004 wahrscheinlich das erste Mal auf der Messe in Bad Kissingen gesehen. Ja. Ich habe wirklich viel über deine Fenster berichtet und ich, große Hochachtung, tolle Fenster, made in Germany, made in Stuttgart von Achim... Krumm. Oh, das ist ein komischer Name für einen Handwerker. Ja, also ich weiß schon. So, darf man nicht krumm nehmen. Also. Es gibt einen Begriff im Saarland, der heißt Knauber, okay? Und Knauben heißt pfuschen, okay? Und der Vorstand, von dem ich das Haus in Alzen gekauft habe, der Vorstand des Saarländischen Bauverbandes hieß Knauber. Ja, das war immer lustig, war immer der Running Gag, ja, weil es ist so. Ich danke euch vielmals. Heute ist der 17. Januar 2023. Achim, sensationell. Vielen Dank fürs Einschalten und danke dir, Stefan. Also gerne. Diese KCT-Hartglasfenster kriegt man auf Wunsch, muss man sagen. Ja. Also es ist so, du verkaufst auch die Seitsfenster. Nehme ich an, ja. Kriegt man bei dir praktisch eingebaut bei Bimobil und die einzigen Echtglasfenster sind von KCT. Es kommt nichts anderes in die Hütte. Nein, was anderes machen wir nicht. Die sind bewährt. Da weiß ich, dass ich einen guten Ansprechpartner habe und da möchte ich auch nicht weg von. Da ist es, KCT Hartglasfenster, hartglasfenster.de. Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten. Ja.